Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu einer Reise ins Spielzeugland von Coop möchte ich heute vor allem die Jüngsten ganz herzlich einladen. Gut zuschauen und aufpassen lohnt sich, denn mit ein bisschen Glück kann man sogar eine Reise in ein richtiges Märchenland gewinnen. Mehr dazu am Schluss, denn jetzt geht es sofort los. Statt Lebkuchen von der Hex probieren, sollte man vielleicht gescheiter daheim spielen. Mit den süßen Plüschtieren von Coop. Am Rumpelstilzli sein Geheimnis kennen doch alle. Die neue Blütenzauber-Barbie und ihr Zauberhaus mit Garten. Auf den giftigen Äpfel von der bösen Königin verzichtet Schneewittli gern. Wegen der tollen Küche aus dem Spielzeugland von Coop. Und schneller als die Feuerwehr erlaubt, ist der Wolf bei der Grossmutter. Das aufladbare Akkupack ist nämlich schon dabei beim Preis. Wenn die Prinzessin wieder mal nicht schlafen kann, hilft bestimmt das Puzzle oder sonst ein spannendes Spiel. Ein fliegender Teppich, das wär's. Dann könnte man direkt im Lego Dino Duploland landen. Ideal wäre die Copy-Maschine zum Kopieren vom grossen Wunschzettel. Wenn man nur schon eine hat. Wer jetzt nicht hat können alles im Kopf behalten, muss nicht verzweifeln. Es steht nämlich auch im Spielsachenkatalog von Coop, der in den nächsten Tagen mit der Post verteilt wird. Das richtige Märchen ankreuzeln und den Coupon einschicken an Coop Spielwarenwettbewerb. Gewinnen kann man mit ein bisschen Glück, wie am Anfang erwähnt, Märchenreisen ins Disneyland in Amerika und in Paris, einen Ausflug in den Europapark und andere schöne Preise. Die Coop-Profitierkarte sollten Sie immer dabei haben beim täglichen Einkaufen in allen Coop-Filialen, Coop-Warenhäusern, Bau- und Hobbymärkte oder in unseren Partnerfirmen. Was ist es für eine Karte? Ich habe noch keine. Stellen Sie eine mit dem Gutschein, dann profitieren Sie von diesen Angeboten. Ein Käsefondue-Set offeriert mir Ihnen 30 Franken günstiger. Und das fixfertige Dillseitenfondue dazu zum halben Preis. Vor dem Fondue jetzt aber noch ein Währschaftsrezept aus der Coop-Zeitung, präsentiert wie immer vom Armin Amrain. Brüsseler gibt es heute mal nicht als Salat, sondern zur Abwechslung als Gisch. Grüezi miteinander. Den Brüsseler waschen und rösten, längs halbieren und die grossen Stangen vierteln. Im Salzwasser mit etwas Zitronensaft und einem Prisenzucker ein paar Minuten ziehen. Dann abtropfen und den Strunk entfernen. Rippli in Würfel schneiden und zusammen mit einer gehackten Zwiebel und zwei Knoblauchzehen im Öl kurz andämpfen. Ein Blech oder eine Springform mit einem Fertigteig oder einen selber gemachten nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung auslegen. Ein paar Mal einstechen und mit dem Paniermehl bestreuen. Jetzt den Brüsseler sternförmig drauf auslegen, den Belag darauf verteilen und mit einem Guss aus Soßenrahm, Eier, Milch, Reibkäse, Pfeffer, Muskat und Salz übergießen. Nach einer guten 3/4 Stunde im vorgeheizten Ofen können Sie die Brüsseler Gisch servieren. Am besten schmeckt sie übrigens noch lauwarm, zusammen mit einem Salat. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Im Morgenfenster ist heute Fitness angesagt, mit Nestle Hirz und HSC. Die Natur hat Schutzsysteme erfunden. Das des Menschen ist durch heutige Lebensweisen oft geschwächt. Um es zu stärken, hat Nestle Hirz LC1 entwickelt. LC1 mit dem einzigartigen Milchferment, das unsere natürlichen Abwehrkräfte verstärkt und so herrlich schmeckt wie ein Joghurt. Gratis-Infotelefon 155 20 70. LC1 von Nestle Hirz. Oh, danke, Mami. Heute gibt es HSC, Majestät, mit viel Vitamin C. Das ist nämlich gesund. Reich an Vitamin C. Ohne Zusatz von Zucker. 100% reine Früchte. HSC für alle. Viel natürliches Vitamin C. HSC, so wichtig wie das tägliche Brot. Spritzig sind auch die Aktionen. Clementine aus Spanien kostet 1,80. Und Sandtabs im Duopack kommen sie 5 Franken günstiger rüber. Toblerone Milch im Multipack gibt es für 5,95. Außerdem offerieren wir Ihnen den Traktor mit verschiedenen Geräuschen und Licht inklusive Batterien für 25 Franken. In der Blumenabteilung hat es schöne Moosrosen für. Zusammen mit zahlreichen Spendern hilft Coop Patenschaft seit vielen Jahren, die bedürftigen Bergbauern das Leben ein bisschen leichter zu machen. Mit ihrem Beitrag unterstützen sie ausgewählte Projekte zugunsten von Bergbauernfamilien, die es wirklich nötig haben und auf unsere Hilfe dringend angewiesen sind. Für ihre Spende auf das Kontonummer 40-843-7 danken wir Ihnen jetzt schon ganz herzlich. Weitere Informationen finden Sie in der Coop-Zeitung. Der November ist in der Regel ja eher ein trüben und dunklen Monat.
Ein bunter Strauß wie der da aus unserer Blumenabteilung ist ein erprobtes Mittel gegen Trübsal und kostet weniger als jede Medizin. Und mit diesem Tipp bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse, auf Wiedersehen und weiterhin einen schönen Abend.